Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Kartenprojekt. Hier ist eure Tanja Hausmann aus Essen von der Krelei. Ja, ich habe hier mal wieder meine Hintergründe erstmal zugeschnitten auf 10 x 14 cm. Und jetzt habe ich nach langer Zeit mal wieder eine Schablone rausgekramt, die ich ja eine Zeit lang sehr gerne genommen habe. Da gibt es auch schon ältere Videos. Und ja, heute habe ich mir gedacht, wir haben so schönes Wetter, dann benutze ich die doch mal passend zum Wetter. Ich grundiere hier erstmal mit gelber Farbe, wie du siehst. Jetzt als nächstes nehme ich orange Stempelfarbe. Die verwische ich dann darüber. Aber ich gehe nicht ganz in die Spitzen, damit ich halt diesen Übergang habe. Und als drittes nehme ich diesen Rotton. Das gefällt mir auch schon so. Und jetzt nehme ich die Schablone ab. Und so sieht das jetzt aus. Ja, ich mache den Rand direkt mit und nehme einmal ja, das Orange und gestalte dann mit dieser Brush-Technik einmal den Rand. Du kannst natürlich alternativ den Rand auch anders gestalten, auch mit Zackenschere oder mit einem schwarzen Stift als Rand. Das geht natürlich auch, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ich mache das eigentlich sehr gerne. Jetzt nehme ich ein bisschen Wasser und reinige die Schablone direkt, weil ich sie direkt weiter benutzen möchte. Und wie du siehst, unter meiner Schablone habe ich ein Küchentuch, damit ich halt meine Stempelhilfe nicht dreckig mache. Hier als nächstes nehme ich jetzt einen Grünton und danach nehme ich ein helles Blau. Das sieht dann auch so ein bisschen, ja, türkishaft aus. Und als dritte Farbe nehme ich dann ein dunkles Blau. Du kannst natürlich auch noch mehr Farbnuancen reinnehmen. Ich habe mich aber jetzt für 3 Farben pro Karte entschieden. Auch hier gestalte ich wieder den Rand. Da habe ich jetzt diesmal dieses dunkle Blau genommen. Als drittes nehme ich jetzt einmal so einen Rosaton und dann als zweites nehme ich dann Pink und als drittes nehme ich dann einen Lilaton. Diese Kombination finde ich eigentlich auch ganz schön und wie du siehst, auch hier gestalte ich natürlich den Rand. Hier entscheide ich mich natürlich dann auch wieder für den dunklen Ton. Jetzt habe ich hier meine 3 Hintergründe. Ich finde, sie sind eigentlich schon ganz schön geworden. Jetzt nehme ich mir hier ein silberfarbenes Saturnband, wickel das einmal um. Und das mache ich natürlich mit allen 3 Karten. Wenn du keine Schablone hast, dann kannst du dir natürlich auch eine Schablone selber herstellen, indem du einfach einen dicken Fotokarton nimmst und da einfach ja, irgendwas vorzeichnest und das dann ausschneidest. So hast du dann deine eigene Schablone. Ja, hier habe ich jetzt einmal bunte Karten genommen und auf diese bunten Karten klebe ich jetzt auch meine Hintergründe. Wie du siehst, habe ich natürlich das passend auch zum ja, Motiv genommen. Hast du keine passende Doppelkarte zur Hand, kannst du natürlich auch deinen Fotokarton nehmen, in A4, den einmal halbieren und schon hast du deine Karte in der Farbe, wie du es haben möchtest. Oftmals hat man ja Fotokarton in verschiedenen Farben zu Hause. Ja, jetzt habe ich mich jetzt nochmal für diese 3 Stempelfarben entschieden und jetzt stempel ich einmal meinen Spruch für heute auf. Das mache ich natürlich jetzt mit den 3 Farben. Den Stempel, den mache ich einmal kurz sauber mit einfach, ja, mit so einem Tuch. Hinterher werde ich den nochmal mit Wasser sauber machen. Jetzt nehme ich mir als nächstes mal wieder eine Bordürenschere oder Zackenschere. Da ist diesmal dieser leichte Wellenrand als Motiv. Und wenn du mit einer Zackenschere arbeitest, kann ich dir den Trick verraten.
Arbeite am besten langsam mit der Schere, schneide nicht zu schnell, dann bekommst du auch einen viel sauberen Schnitt hin. Und wie du siehst, ich schneide einfach, ohne mir da richtig was beizudenken. Das soll einfach schön fluffig aussehen. Und ja, da ist jedes Schildchen so ein kleines bisschen anders geworden. Jetzt nehme ich nochmal Stempelfarbe, die ich vorhin zum Schablonieren genommen habe, und brusche da auch einmal diese Etiketten an. Natürlich farblich wieder passend zu den Karten. Als nächstes nehme ich mir 1 mm Pads und klebe meine Etiketten auf. Alternativ kannst du natürlich auch einen anderen Bastelkleber nehmen, dann hast du halt nicht diesen 3D-Effekt, dass das absteht. Es sei denn, du hast Moosgummireste, dann ja, dann kannst du natürlich die auch benutzen und aufkleben und dann bekommst du auch diese Dimension hin. So, jetzt klebe ich das Ganze auf. Das mache ich natürlich bei allen drei Karten. Und diese Karten sind zwar einfach gemacht, aber sie haben doch so einen leichten Wow-Effekt durch das Motiv in der Mitte. Jetzt kommt überall noch ein Steinchen hin. Das könnt ihr natürlich weglassen, wenn euch das nicht gefällt. Ich mache das jetzt bei allen drei. Und das sind meine heutigen Karten. Einfach schnell gemacht. Und ja, ich würde sagen, bleibt gesund, bastelt euch glücklich. Bis bald, eure Tanja.